Guten Morgen. Ich bin Jutta Bulke und danke meiner Vorrednerin für die steile Vorlage, weil dadurch die Überziehung bei mir reduziert werden kann, weil einige Informationen von Ihnen schon gegeben wurden. Dankeschön. Und ja, ganz entspannt. Und ich bin Jutta Bulke, komme aus Warnemünde und habe mit diesem Herrn, den ich vor 4 Jahren kennenlernte, auf einer Fachtagung inzwischen ein sehr freundschaftliches Verhältnis, und es bereichert mich sehr, dass ich seine Informationen in die Welt bringen darf. Und er stand damals auf der Bühne und sagte: Ich habe eine Mission, ich möchte Menschen von der Pharmaindustrie befreien. Das ging mir runter wie Öl, und weil auch das seit vielen Jahren mein Bestreben ist, in diese Richtung zu arbeiten und Menschen zu helfen, Wege aufzuzeigen. Ich hatte eine Praxis bis vor 2,5 Jahren, die ich aufgegeben habe, weil ich mit einem Konzept unterwegs bin, was Menschen hilft, wieder wach zu sein, das Licht anzuschalten im Gehirn, Bauchgehirn und im Kopfgehirn, weil, ich wiederhole es noch, wir haben 2 Gehirne und inzwischen das Bauchgehirn bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Hurra, endlich. Er hat ein Konzept entwickelt und ein norwegisches Unternehmen mit Sitz in Göteborg, Schweden, ist dazu in der Lage, seine Forschung in Produkte umzuwandeln. Er durfte, weil er studiert hat in der Pharmakologie, sein Wissen nicht kundtun. Das hat man ihm verboten. Und wenn man Paul Kleten kennt, dann weiß man, dass man dem nichts verbietet. Also der spricht Wahrheiten aus, er ist am 8. November in Hameln, nur zur Information hinterher am Stand, wenn Sie mehr Informationen haben möchten. Ich habe seine Bücher mitgebracht, das ist einmal das für Sie zum Blättern, für das schnelle Lesen ist es das, da ist es alles zusammengefasst, das Graue ist mehr mit Studienangaben und hier ist es für jeden Menschen so gut zusammengefasst, dass man über die Ernährung sich nicht nur Gedanken machen muss, sondern da Lösungen bekommt. Wissenschaftler und Technologien, wenn wir Mr. Mrs. Google fragen, finden wir alles. Ne? Wer von Ihnen Arzt, Therapeut ist, weiß, wenn der Patient kommt mit einem vorgefertigten Plan und sagt, schreibt nur noch das Rezept aus, sind alle begeistert. Ne? Das ist leider heute auch der Fall. Und was aber wichtig ist, ich bin jetzt 62 und ich habe in meiner Kindheit nicht so viel erlebt an kranken Kindern und Jugendlichen wie jetzt. Das heißt, das wird immer jünger, immer schlimmer, und das ist nicht richtig. Früher hatten wir mal ein Kind, was krank war, jetzt haben wir Kinderkrebs, Klinikkomplexe. Das finde ich nicht richtig, da läuft was schief.